Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2015. Ich bin hier mit dem Wolfi, dem Nightwolf, und er erzählt Hallo. euch jetzt, was wir heute machen. Ja, wie ihr wisst, gerne stehen mal ein paar Bäume im Weg. Ja. Ja, komm mal raus da, aus dem Träger. Die komischen Dinger wachsen natürlich ja überall, wo sie nicht wachsen sollen. Komfort, ja, ist auch so. Klar. So, wir haben folgendes Problem. Wir haben folgendes ihr habt vor. Hier zum Beispiel große Schlepper. Ja, was macht ihr? Ich fahre jetzt mit dem großen Schlepper hier entlang, denke an nichts Böses. Huch, da ist mir ein Ast im Weg. Hoppala, stellen wir ja. uns vor, das war jetzt der Schlepper. Was machen wir denn? Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ja, wärst du mal drin geblieben. Es gibt so eine kleine Spielerei. Nennt sich Forstmod. Ja! Was macht man mit dem Forstmod? Der Name sagt schon, mit dem kann man forsten. Ja, natürlich kann man jetzt hier bei LS15 alle Bäume fällen, die auf den Maps existieren. Ja. Macht man aber nicht, denn wir haben vor, euch zu zeigen, was ihr auch stattdessen machen könnt. Genau. Ihr müsst nicht alle Bäume fällen. Nein. Ihr müsst nicht unbedingt Bäume setzen, nur weil ihr einen gefällt hat. Nein. Ihr könnt ganz einfache Sachen machen. Der Baum kann stehen bleiben. Ich erzähle euch jetzt wie. Wenn ihr jetzt mit dem großen Schlepper hier lang fährt, wie er Paddy gerade gezeigt hat, huch, man bleibt hängen. Ja. Dann nimmt man sich einfach die Kettensäge, die ist für den Shop zu kaufen, für 1000 Euro. Ist nicht die Welt. Kann jeder sich kaufen. Halt einfach die lästigen Äste einfach ab. Ja, das ist eine ganz einfache Sache. Geht so wie wir es jetzt hier haben. Nimm zum Beispiel einen Radlader, ja, oder einen Telelader oder einen Frontlader. Oder die Mod mit für den Telelader mit dem Korb vorne dran, was man wiederum eigentlich im Multiplayer spielen muss, weil gerade mit dem Telelader, mit dem Korb kann man nicht alleine fahren, das geht nicht. Wenn man es realistisch haben will, ohne drauf zu springen, so wie wir jetzt mit dem Radlader, dann sollte man das schon zu zweit machen und sich den Mod natürlich auch runterladen. Ja, wo gibt's den Mod sich zu holen? Was erzählst du uns? Wolfi? Ja? Wo gibt es den Mod zu kaufen? Nicht zu kaufen, zum Downloaden. Ja, also. Der größte Mod-Downloader und Uploader und empfohlenen Seite ist definitiv die Seite Modhoster. Da laden zu, ich will jetzt nicht übertreiben, aber zu 90% aller Modder und Skripter laden da ihre Sachen hoch. Es gibt ganz viele Videobeschreibungen, es gibt auch genug Texte zu den Mods, etc., die da veröffentlicht worden sind. Wenn man sich die ordentlich durchliest, etc., dann wird es mal gleich, Moment, den kann ich nutzen. Auch die Kommentare dazu, hilft, weil Lesen bildet, ne? Ja, wer lesen mag, ich bin nicht so richtig gut zum Lesen. Weil viele meckern immer erst und lesen nicht. Ja, und dann kann man sich natürlich viele Mods runterladen, hauptsächlich jetzt im Moment extrem viel Forstmod-Technik. Wo ich sagen muss, es lohnt sich, weil du kannst mit dem Forstmod richtig Geld verdienen. Ja, ja. Also so mal 100.000 für einen Baum, für einen, ja, einen, ist schon eine harte Nuss, ne? Dies habe so. Ich ja schon in meinem ersten Tutorial gezeigt. Richtig. Wie man ganz einfach Geld machen kann. Den Videolink für das erste Tutorial
schreibe ich noch in die Beschreibung. Könnt ihr euch das nochmal angucken. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Ich. So, weil du ja natürlich kein Forst-Frontlader hast hier, möchte ich jetzt mal keinen Baum auf den Kopf schmeißen. Nee, das will ich auch nicht. Wir sind schon genügend Bäume hier im Spiel auf den Kopf gefallen. So, ich aktiviere mal jetzt erstmal die Kettensäge und sehe zu, dass ich hier einen sauberen Schnittpunkt kriege und den siehst du, indem du, wenn du die Kettensäge anlegst, wenn der Kreis erscheint, der blau ist. Oh, ja, blau. Das ist ein Zustand. okay, weiter. Ja. Wenn ihr diesen Punkt erreicht habt, wo ihr sagt so, okay, da kann er weg. Gut, dann setzt man die Säge an und mal sehe ich den ab. Die markierte Stelle wird automatisch grün. Und wenn er abgeschnitten ist, ja, wie ihr seht, fällt er einfach runter. Genau. An den Bäumen gibt es natürlich auch trockene Äste. Die ich gerade zum Beispiel an dem Ast eben gerade abgesägt habe. Einfach mit der Kettensäge beigehen, kein grün oder blau, wie die Polizei. Früher war sie grün, heute ist sie blau. Oder auch. Und somit kann man auch die Bäume ein bisschen lüften, dann sehen die nicht so proportional aus. Ja, da kann man mal sagen, so, oh, warte mal, ist mir zu viel, dann nehme ich die mal sterber weg da. Oder auch nicht. Hallo? Ja, okay, der will gerade nicht. Soll ich dich da ranfahren? Ja, kannst du mal machen, bitte. Sehr schön. Dann kann man die Bäume einfach mal lichten. Ja. Und wenn, man hat nicht mehr das Problem, dass man hängen bleibt. Ganz einfach. Genau. Wenn man jetzt mal durch dickeres Gestrüpp oder so durchfährt. Bei den Bäumen jetzt hier ist es natürlich kein Problem, da hier links und rechts eine Straße ist, aber das sind halt unsere Showbäume, die dafür leiden müssen, um es mal so auszudrücken. Das machen wir jetzt nur für euch, mal die Map verschändeln. Ja. Meine Map? Ja, hau mal die Äste da noch mit, die hässlichen. Genau. Jetzt stehst du so. Oh, jetzt bin ich runter, ihr Blums. Ja. Wie gesagt, ihr müsst die Bäume nicht alle fällen. Es sieht doch doof aus. Eine Map ohne Bäume ist nicht schön. Ne? Gut, würde ich sagen, bevor wir jetzt den ganzen Baum verstümmeln, springen wir einfach mal um zum nächsten Punkt. Weil die Aufnahme leider nicht so lange funktioniert. Ja, das mit dem Baum springen und die Kettensäge anlegen, kannst du auch nochmal zeigen. Ja, genau. Zack, zack, und der Ast ist weg. Genau. Und es sieht auch allgemein noch nicht ganz, aber es sieht schon schicker aus. Wenn man jetzt nochmal hochspringt und sich die hässlichen Äste schnappt. Man kann auch in die Bäume reinklettern. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. So, jetzt klappt es. Bin etwas, naja, doch nicht. Na gut. Ja, wieder nicht. Ja, jetzt bist du schon im Baum drinne. Ja, aber wie ihr seht, es funktioniert und man kann sich die Bäume zurechtschneiden, ja. Also, man kann ein bisschen Luft unten schaffen. Wenn man sagt, jetzt man will jetzt mal was drunter stellen, ja, aber der Baum ist doof, der steht da gerade voll dämlich da und oder ist zu viel Schatten, ja. Dann schneidet man sich den einfach zurecht und fertig, ja. Warum muss man denn immer alles gleich wegschneiden? Ja, man kann zwar Bäume kaufen und die auch platzieren. Man kann die Bäume auch Setzlinge kaufen beim Landhandel. Ja, bei der Gärtnerei. Und pflanzt die einfach. Der einzige Nachteil ist am Pflanzen, die wachsen von alleine. Und die sind größer. Und gerade die machen mehr Probleme. Und so wie ihr gerade seht, hier Paddy häckselt gerade die Birke, glaube ich, ist das hier. Nee, das war ein Ahorn. Oder ein Ahorn. Und man kann den Ahorn, oder nicht nur den Ahorn, man kann allgemein die Bäume. Wenn man jetzt nicht wie rechts den Anhänger, kann man den auch. Wenn man jetzt, sag ich mal, hier auf seinem Hof Bäume
Bäume fällt, kann man die Bäume auch direkt in die Schaufel rein und dann genau direkt ins Lager rein. Das ist eine kleine Notlösung, falls mal gerade kein Hänger im Multiplayer da ist oder im Singleplayer. Genau, falls man nicht das Geld hat. Genau, wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt sämtliche Hänger auf dem Felder sind und gerade unterwegs sind, die Drescher leer machen oder was auch immer. Ja, und der Radlader gerade da ist. Oder der Telelader. Oder vielleicht auch der Frontlader. Ja. Einfach schnappen, Schaufel rein, runter. Und du kannst anfangen zu häckseln. Und kannst dann, wenn du Glück hast und du gerade auf dem Hof bist und da häckselst, kannst du es direkt ins Silo gleich reinkippen und du hast deine Ruhe. Weg ist der Dreck. Ja? Und du hast Geld bekommen. Ganz wichtig. So, ja. Der Baumstumpf will hier irgendwie nicht, wie ich das will. Ja, wie gesagt, das ist noch der typische Bug des Spiels. Der wird aber jetzt demnächst behoben. Also es dauert nicht mehr lange, dann ist das weg. Ja. Das ist immer noch die Patch 1.01, glaube ich, war das, oder 1.001, ne? Die neue Patch ist schon da, eine, ja. Macht aber noch kleine Zickeleien. Ja, also nicht gleich hier, oh, neue Patch, installieren. Loszocken, nein. Ganz böser Fehler. Ganz böser Fehler. Ich hab's gemacht, ich werde es auch noch nicht machen. Wolfi hat's gemacht und hat den gleich wieder deinstalliert. Ja, die neue Patch, die jetzt rauskam, die hat, wie soll ich sagen, Bestand mir kaputt gemacht und einige Mods geschrottet. Und das Spiel hat den eigenen Mods-Ordner nicht mehr anerkannt. Kann man schnell beheben, ist kein Problem. Da holt man sich dann vom Mod-Hub, ja, holt man sich dann einfach einen Mod, der sich selber installiert. Das ist eine automatische Excel, die installiert man eben schnell. Ein Mod, den man sich gerade aussucht. Ja, ein Schlepper oder ein Gewicht oder was auch immer. Und dann ist der Mods-Ordner wieder anerkannt von dem Spiel. Dann die Mod kannst du wieder rausschmeißen. Ja, später. Aber es ist nur, dass das Spiel die Mod dann wieder erkennt, falls die Probleme auftauchen sollten. Ich rate jetzt persönlich noch von diesem Patch ab, der jetzt gerade gekommen ist, weil der macht wirklich, der hat sehr viele Kinderkrankheiten. Da haben sie wahrscheinlich einfach beim Hochladen ja eine Macke rein gehauen oder die Patch allgemein hat einen Knack weg. Ja. Gut, das war's auch schon wieder von uns. Jupp. Wir wünschen noch frohes Schaffen, in der Hoffnung, euch gefiel dieses Tutorial oder die kleinen Tipps. Tutorial war das ja nicht direkt. Über ein Abo würden wir uns freuen, über ein Like sowieso. Und falls ihr Anregungen habt, Kommentare werden immer durchgelesen. Schreibt was in die Kommentare, wir beantworten sie euch. Und ansonsten sind wir hiermit raus. Schönen Abend noch. Oh, tschüss.